Es geht um Eleganz, Kraft und Dynamik, um Teamgeist, Konzentration und Ehrgeiz. Doch vor allem geht es um den Spaß am Sport. Und den hatten hier, wie vom Bärchenpokal gewohnt, sicherlich alle angetretenen Turnerinnen. In freundlicher Atmosphäre traten an diesem Wochenende 22 Teams aus dem gesamten Bundesgebiet an, um bei der 27. Ausgabe des Berliner Bärchenpokals zu präsentieren, für was sie in den letzten Monaten trainiert haben. Für die meisten ist es der erste nationale Auftritt und dementsprechend hoch sind die Erwartungen. Insgesamt ist das ein Wettkampf, der auch nationalen hohen Stellenwert hat, wo Vergleiche anstehen, wo sich Punkte erturnt werden können und man eben nochmal auch gewisse Dinge austesten kann, neue Elemente, neue Übungen, neue Verbindungen. In den vier Disziplinen Stufenbarren, Boden, Sprung und Balken konnten sich die Mädels in den Altersklassen 9 bis 11 die begehrten Plüschbären erturnen. Und das haben vor ihnen schon ganz andere gemacht. Aktuell zum Beispiel ist Michelle Timm eine der Kaderturnerin, die auch hier in Berlin groß geworden ist und auch im Bärchenpokal als Siegerin schon mal hervorgegangen ist. Insofern ein Wettkampf, der auch gerne von den nationalen Turnern, also aus ganz Deutschland her, besucht wird. Warum Lia dabei ist, weiß sie ganz genau. Weil es Spaß macht und weil man verschiedene Elemente lernen kann. Und es macht einfach Spaß, wenn man sich mutig ist und dann es hat auch Ausdruck am Boden und so. Aber was hat es eigentlich mit den Bärchen auf sich? Das Schöne bei den Bärchen ist eigentlich, erstens ist es halt typisch für die Stadt Berlin, das wissen auch die Kinder schon. Und es werden zahlreiche Bärchen verteilt. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich so einen Bär zu schnappen, ob das im Einzel ist oder in der Mannschaft ist oder weil man am Gerät besonders gut ist. Und da machen die schon einen Wettbewerb draus, wer hier am Ende mit einem Arm voll Bärchen nach Hause gehen kann. Ja, das finden die schon sehr, sehr cool. Wer diesen Wettbewerb in der Mannschaftswertung Altersklasse 9 für sich entscheiden konnte, war nach der Siegerehrung recht schnell ersichtlich. Berge an Teddys vor den Füßen des Hanseturnvereins Rostock e.V. auf dem ersten und der TSG Grünstadt auf dem zweiten Platz zeugten vom erfolgreichen Turnierverlauf. Den dritten Platz ertoten sich die Girls TTS Hamburg-Lüneburger Heide mit einer Gesamtwertung von 166,8 Punkten. In der Einzelwertung konnte sich Line Gretzler vor Svenja Egli und Leonie Schönfeld durchsetzen und sich damit den größten Bären sichern. In der Altersklasse 11 ist es am Samstag Geburtstagskind Lea Wartmann aus Chemnitz, die sich als beste Einzelturnerin 5 von 6 möglichen Bärchen sichert. Was als nächstes ansteht, haben die Mädels natürlich schon im Blick. Turntalentschulpokal nach Chemnitz. Und na klar, da drückt Hauptstadtsport TV natürlich alle Daumen.